Moin moin, liebe Freundinnen und Freunde der Artillerie. Wer sich mit der Artillerie auseinandersetzt, kommt um das Thema Ballistik nicht herum. Die Ballistik ist die Lehre von der Bewegung geworfener oder abgeschossener Körper. Sie untersucht die Auswirkung aller Kräfte auf die Bewegung des Geschosses. Dabei müssen wir unterscheiden. Einerseits die Innenballistik. Sie untersucht die Vorgänge im Rohr vom Zeitpunkt der Zündung der Treibladung bis zum Zeitpunkt, an dem das Geschoss das Rohr verlässt. Die Übergangsballistik untersucht die Bewegung des Geschosses bis zu seiner Höchstgeschwindigkeit. Und schließlich die Außenballistik. Sie befasst sich mit der Geschossbewegung auf der Flugbahn und der Geschosswirkung am und im Ziel. In diesem Video werde ich die innenballistischen Einflüsse auf das Geschoss betrachten. Der modellhaften Betrachtung der Vorgänge soll diese Waffenanlage dienen. Sie setzt sie zusammen aus dem Geschützrohr mit seinen Zügen und Feldern, dem Übergangskegel, in den das Führungsband des Geschosses beim Ansetzen eingepresst wird, und den Ladungs- oder Verbrennungsraum. Hinten wird das Rohr durch den Verschluss mit Zündschloss abgedichtet. Aus dem technischen Aufbau der Waffenanlage ergeben sich bereits erste innenballistische Einflüsse auf das Geschoss. Dabei handelt es sich um die Größe und Form des Ladungs- oder Verbrennungsraumes und den Zustand des Rohres, also die Berücksichtigung der Rohrabnutzung. In beiden Fällen ergibt sich ein Einfluss auf die Anfangsgeschwindigkeit, also die V0 des Geschosses. Öffnen wir nun den Verschluss und starten den Ladevorgang. Das Geschoss wird geladen und angesetzt. Mit dem Geschoss kommen weitere Einflussgrößen ins Spiel. Hier sind zunächst mögliche Abweichungen des Geschossgewichts von der Norm zu nennen. Sie können unter anderem durch Produktionsfehler oder Transportschäden hervorgerufen werden. Für den Artilleristen in der Feuerstellung sind sie in der Regel nicht sofort erkennbar. Unterschiedliche Geschossgewichte haben aber gravierende Wirkung, denn sie führen bei identischen Treibladungen zu unterschiedlichen Schussweiten. Ein weiterer innenballistischer Einfluss ergibt sich aus unterschiedlichen Härtegraden des Führungsbandes des Geschosses und der sich daraus ergebenden Lage des angesetzten Geschosses im Rohr. Das Ansetzen der Geschosse durch die Geschützbedienung ist für die Ballistik von enormer Bedeutung. Ein nicht richtig angesetztes Geschoss dichtet den Verbrennungsraum nicht ordentlich ab und kann im schlimmsten Fall beim Anheben des Rohres in die befohlene Erhöhung in den Ladungsraum zurückfallen. In beiden Fällen wird es zu einem Kurzschuss kommen, weil ein erheblicher Teil des beim Abfeuern im Verbrennungsraum erzeugten Drucks verloren geht. Setzen wir unseren Ladevorgang fort. Es erfolgt das Einlegen der Treibladungsbeutel in den Verbrennungsraum. Innenballistische Einflüsse gehen bei diesem Vorgang von dem chemisch-physikalischen Zustand der Treibladung aus. Auch wenn die Treibladung in einem geschützten und abgedichteten Treibladungsbehälter transportiert und gelagert wird, ist damit keine Kontinuität der Pulvertemperatur zu gewährleisten. Die Pulvertemperatur verändert sich mit jeder Umlagerung der Treibladung in Abhängigkeit von den jeweiligen Umwelttemperaturen. Die Feuchtigkeit der Treibladungen verändert sich spätestens bei der Öffnung des Treibladungsbehälters. Wir schließen nun den Verschluss, setzen den Treibladungszünder in das Zündschloss, schließen dasselbe und hängen die Abzugsleine ein. Mit dem Befehl Feuern lösen wir den Schuss aus. Jetzt sollte zunächst der Zündvorgang der Treibladung einwandfrei funktionieren. Ein Versager würde ein aufwendiges Prozedere nach sich ziehen. Hat der Zündvorgang der Treibladung funktioniert, wirkt sich der Abbrennverlauf der Treibladung auf die Ballistik des Geschosses aus. Was geschieht im Detail? Der Feuerstrahl des Treibladungszünders trifft auf das Bodenteil der Treibladung und entzündet diese. Die chemisch gebundene Wärmeenergie wird freigesetzt und in mechanisch nutzbare Energie umgewandelt. Die Parameter der Treibladung bestimmen dabei den Gasdruck dahingehend, dass das Geschoss auf seinem Wege bis zur Mündung des Rohres durch einen möglichst gleichbleibenden Druck die gewünschte Geschwindigkeit, also die V0, erreicht, ohne dass dabei die Festigkeit des Rohres
des Verschlusses oder des Geschosses durch unzulässig hohe Druckspitzen gefährdet wird. Die Gase sollen schieben, nicht zerstören. Die Treibladung darf nicht brisant wirken, sie darf nicht detonieren. Um die Dimensionen zu verdeutlichen, sei erwähnt, dass die aktuelle Druckgrenze der Waffenanlage der Panzerhaubitze 2000 bei 359 Megapascal liegt. Dies entspricht einem Druck von 3590 Bar. Der Druck dreht das Geschoss durch die Züge und Felder, sodass es den zur Stabilisierung der außenballistischen Flugbahn notwendigen Drall erhält. Im theoretischen Idealfall muss die Verbrennung der Treibladung so rechtzeitig abgeschlossen sein, dass kein Druck mehr vorhanden ist, wenn das Geschoss das Rohr verlässt, um ein für fremde Aufklärung verräterisches Mündungsfeuer zu unterbinden. Bevor ich die innenballistischen Einflüsse noch einmal zusammenfasse, möchte ich die Nutzung der im Moment des Abschusses bestehenden Energie näher betrachten. In dem Moment, in dem das Geschoss das Rohr verlässt, liegt diese Energie aufgespalten in folgenden Teilbeträgen vor. Die Energie der Vorwärtsbewegung des Geschosses, also die Geschossenergie. Sie beträgt bei einem Geschossgewicht von 43 Kilogramm und einer V0 von 600 Metern pro Sekunde gemäß der allgemeinen Gleichung für kinetische Energie 7740 Kilowatt, also ungefähr 10523 metrische PS. Die Energie der Drehbewegung des Geschosses um seine Längsachse, also der Drall. Die Bewegungsenergie der verbrannten Pulverladung. Die Bewegungs-, Erschütterungs- und Vibrationsenergie, die sich durch den Rückstoß auf die Waffe auswirkt. Die Wärmeenergie der Pulvergase, die sich jetzt entspannen. Die Energie, die auf die vor dem Geschoss befindliche Luft übertragen wurde. Die Energie zur Überwindung mechanischer Widerstände wie Reibung und Einpressarbeit im Rohr. Und die Wärmeenergie, die die Pulvergase an das Rohr abgegeben haben. Nutzbar ist davon lediglich der erste und in gewissem Sinne der kleine zweite Anteil. Die anderen Energieanteile sind im Allgemeinen mehr oder weniger unerwünscht. Die Rücklaufenergie des Rohres erfordert konstruktiv eine Rohrrücklaufbremse. Die Erwärmung des Rohres und die hohe mechanische Beanspruchung begrenzen die Lebensdauer des Rohres. Und die Pulvergase, die durch eine Mündungsbremse zur Entlastung der Rohrrücklaufbremse herangezogen werden, erhöhen nicht die Geschossgeschwindigkeit. Fassen wir nun einmal zusammen. Auf die zufälligen Einflüsse wie Bedienungsfehler der Geschützbesatzung, Fertigungsfehler und Schäden an der Munition haben wir keinen Einfluss. Sie können bei der jeweiligen Berechnung der Feuerkommandos an die Geschütze nicht berücksichtigt werden. Regelmäßige Einflüsse entstehen durch die Rohrbelastung. Sie werden durch Ermittlung und Einrechnung eines V0-Zuschlages für jedes Rohr berücksichtigt. Munitionsbedingte Einflüsse können durch Berücksichtigung der Geschossgewichtsklassen, der unterschiedlichen Gasvolumina der jeweiligen Treibladungen und der Pulvertemperatur als besondere Einflüsse eingerechnet werden. Grundsätzlich gilt aber, dass die genannten Einflüsse auf die Ballistik des Geschosses bei jedem abgegebenen Schuss anders wirken, weil sich die Materialzustände und Umweltbedingungen ständig verändern. In der vordigitalen Vergangenheit zog die Berücksichtigung der innenballistischen Einflüsse auf die Geschosse einen nicht ganz unerheblichen Aufwand nach sich. Die Waffenmeister mussten regelmäßig durch aufwendiges V0-Schießen mit jedem einzelnen Geschütz die individuellen V0-Abweichungen ermitteln und im Rohrbuch der Waffe dokumentieren. Die Geschützbedienungen waren bemüht, trotz unter Umständen widrigster Witterungsbedingungen die Munition geschützt zu lagern und Ladevorgänge sorgfältig durchzuführen. Die Feuerleiter griffen dann bei der händischen Errechnung des Feuerkommandos auf diese Rohr- und Munitionsdaten zurück. Die technologische Entwicklung ermöglicht es heute, die innenballistischen Einflüsse weitgehend bei der automatisierten Errechnung der individuellen Feuerkommandos für die Geschütze zu berücksichtigen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Geschosse mit montierten Zündern und die Treibladungen sich an Bord der Geschütze befinden
und dort einem jederzeit messbaren Einheitsklima ausgesetzt sind. Der Ladevorgang mit der Lade- und Ansetzeinrichtung automatisiert ist und damit immer einheitlich durchgeführt wird. Und die V0 des Geschützes mit jedem Schuss durch das bordeigene V0-Messgerät ermittelt wird. Soweit zur Betrachtung der innenballistischen Einflüsse auf die Geschosse. Eine Betrachtung der außenballistischen Einflüsse ist Thema eines anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich für das Interesse und die Aufmerksamkeit und verabschiede mich mit einem kräftigen Zugleich.